Ja, meine lieben Reisverkäufer und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Brawl Stars. Leute, heute habe ich ein richtig krasses Video für euch am Start. Und zwar, wir werden heute einfach Brawl Stars mit dem besten Gaming-Handy der Welt spielen, Leute. Ich habe ein richtig krasses Handy zugeschickt bekommen und zwar von Red Magic. Und das ist das Red Magic 7S Pro, Leute. Das ist das beste Handy für Mobile Games. Und ja, es hat perfekt für Mobile Games angelehnt und ich zeige euch das Handy. Schaut mega, mega geil. Das Design. Leute, also ich muss echt sagen, das Design auch vor allem, es sieht schon echt wild aus, ne? Das Design ist schon echt wild. Ich blende euch jetzt mal ein paar Nahaufnahmen ein. So könnt ihr das Handy ein bisschen besser sehen. Übrigens läuft auch ein Gewinnspiel seit dem 27.07. Macht dort gerne mit. Der Link auch zu dem Handy werde ich euch unten in der Videobeschreibung packen. Checkt es gerne ab. Natürlich hat das Handy auch übrigens ein 120 Hz Display. Ihr seht, Leute, es läuft mega flüssig. Genau. Und was auch mega, mega heftig ist, Leute, wo wir auch gleich direkt dazu kommen. Und zwar seht ihr, hier sind zwei Tasten. Und die könnt ihr auch einintegrieren bzw. programmieren. Das machen wir jetzt gemeinsam. Ich habe das Handy übrigens auch schon ein bisschen getestet und muss sagen, Brawl Stars da drin läuft wirklich sehr, sehr flüssig, Leute. Aber auch nicht nur Brawl Stars, sondern andere Mobile Games auch. Ihr wisst, wie gesagt, das Handy ist für Mobile Games extra designt worden. Und zwar, Leute, trägt dazu bei der Snapdragon aus der 8. Generation und der Red Core 1 Chip. Und natürlich, Leute, auch den 120 Hz Display, was ich euch vorhin ja schon gesagt habe. Das Handy wird, wie gesagt, auch vom High-Speed-Turbo-Fan gekühlt, dass die Hitze abhält. Ja, Leute, ihr wisst ja selber, ich persönlich spiele sehr gerne und auch sehr viel. Deswegen ist das natürlich auch für mich perfekt. Übrigens, Leute, was ich persönlich richtig geil finde, ist, dass es hier unten einen roten Knopf gibt. Ihr seht, hier ist also eine rote Taste. Und wenn ich da draufklicke, zack, perfekt, dann seht ihr auch schon. Dann komme ich in so eine Art Spiellobby und dort könnt ihr dann die Games direkt starten, Einstellungen machen. Hier unten zum Beispiel seht ihr, das ist jetzt ein bisschen spiegelverkehrt. Moment, ich zeige euch das jetzt hier. Hier unten seht ihr auch, könnt ihr dann den Lüfter direkt anschalten. Ihr seht, unten blendet auch was Rotes ein, das heißt, der Lüfter ist an. So sieht das dann auch von hinten aus, das Leuchten, ne? Ja, genau, hier könnt ihr, wie gesagt, den Kühler unten links anmachen, ausmachen. Und ja, wenn ihr den Kühler anhabt, übrigens seht ihr das auch. Hier, perfekt. Hier seht ihr das. Hier ist auch der Kühler an. Und natürlich auch viele andere Einstellungen, ne? Außerdem hat das Handy noch ein 960 Hz Multifinger-Touchrate. Das heißt, das Handy reagiert sehr sensibel auf eure Finger. Zudem hat es übrigens eine 5000 Mega-Ampere-Akku-Haltzeit, beziehungsweise damit er übel lange beim Zocken durchhält. Und ihr wisst ja, ich zocke gerne und viel. Und natürlich auch Fast Charging hat das Handy auch. Ja, damit das schneller lädt und ihr auch direkt wieder zocken könnt. Das Handy hat auch eine krasse Kamera und zwar 64 Megapixel plus 2 Megapixel plus 8 Megapixel. Das heißt, Leute, ihr könnt auch coole Fotos machen. Und ich würde jetzt sagen, wir reden jetzt nicht mehr lange und kommen auch zu den Games. Ich bin mal mega gespannt, wie das Handy wird. Ob ich vielleicht geile Vorteile habe und Leute, ob ich vielleicht, ja, die einen oder anderen Gegner auch zerstöre. So, meine Freunde, jetzt kommen wir zu dem heftigsten, was ich an diesem Handy am geilsten finde, ist, und zwar das Makro, beziehungsweise ihr könnt, Leute, eine Schulter-Tasten-Kombination ja, benutzen in Brawl Stars. Dazu gehen wir jetzt erstmal in einem Custom-Game, beziehungsweise in der Trainingshülle. Und ich zeige euch das jetzt mal. Ja, dafür swipet ihr hier einfach nach rechts und seht auch, ihr könnt die maximale ja, Stufe hochmachen, so dass euer Handy am lagfreisten ist. So, ihr habt keine Lags. Das Game läuft so flüssig wie sonst was, Leute. Ihr seht hier Anstieg und darüber hinaus Max High-End-Modus. Und genau, und die Tastenkombination, Leute, beziehungsweise das Schulter, was ich euch jetzt unbedingt zeigen möchte, ist hier. Und zwar seht ihr, habe ich das schon eingestellt. L wäre dann hier der unten der Knopf und unten wäre hier auch noch ein Knopf für ja, die Super bzw. für das Gadget. So könnt ihr das einstellen. Ihr braucht also nicht durch den halben Bildschirm zu swappen und könnt dann nicht fettfingert. So, Leute, und zwar seht ihr, ich move ganz normal und drückt dann unten auf die Taste, so wie im Joystick, und dann schießt er schon. Und wenn ich hier links drücke, benutzt er das Gadget. Ihr seht auch das R und auch das L, ne? Also, es ist schon echt mega, mega geil. Wie gesagt,
Ja, das sind diese Schultertastenkombinationen, die mega, mega broken sind. Für Brawl Stars auf jeden Fall. So, meine Freunde, wir kommen jetzt zu dem ersten, zu der ersten Runde. Let's go. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Und ja, mal gucken, wie das Handy so performt. Es läuft auf jeden Fall mega, mega flüssig. So, die Schultertaste, die brauche ich jetzt gerade nicht. So, mal gucken. Okay. Perfekt. Ich habe einen Kill gemacht. Leute, das läuft so flüssig, ne? High-End. Sehr, sehr geil. Gucken, ob ich jetzt gleich ein Tor scoren kann. Oh. So, passen wir mal zum Mate. Sehr, sehr gut. Ich muss echt sagen, Leute, das Handy liegt auch sehr gut an der Hand. Ne? Das liegt auch sehr gut an der Hand. Mal gucken, ob ich jetzt hier ein bisschen Action machen kann. Ah, leider nicht getroffen. Pass, 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 pass. Ah, schade. Hätte er vorher gepasst, hätte ich scoren können. Perfekt, let's go. Sehr, sehr gut. Und 1:0 steht es auf jeden Fall schon mal. So. Perfekt. Und damit sollte auch das 2:0. Oh, er hat nicht gescored. Schade. Übrigens, Leute, seht ihr auch, hier leuchtet ein Kühler. Das zeige ich, das blende ich euch dann nochmal einzeln ein. Mega, mega nice. Es überhitzen tut das Handy nämlich auch nicht. Und es fühlt sich auch sehr, sehr, ja, kühl an, auch wenn ich jetzt schon seit, ich glaube, über 1,5 Stunden spiele. Man merkt einfach gar nichts, ne? Das ist halt wirklich mega geil. Und ja, vielleicht drehe ich auf dem neuen Kanal auch mit diesem Handy die ganzen Videos. Sehr, sehr nice. Und damit haben wir auf jeden Fall gewonnen. Ja, Leute, ihr seht, das Handy ist sehr nice. Und ich bin persönlich auch überzeugt, dass es kein besseres Handy gibt auf den aktuellen, ja, Markt. Und das, ihr seht natürlich auch die Vorteile, die habe ich jetzt auch im Video benutzt. Ist auf jeden Fall mega, mega heftig. Vor allem, wie gesagt, mit diesen zwei Schulterknöpfen, die nutzt. Die könnt ihr natürlich auch nicht nur für Brawl Stars nutzen, sondern auch für andere Games. Und dann würde ich auch sagen, der Link ist übrigens zu dem Handy auch in der Videobeschreibung. Checkt das gerne ab. Vielen Dank, Red Magic, für Sponsoring des Videos. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und ciao, ciao.